Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, die Europawahl steht vor der Tür. Gewählt wird vom 23. bis 26. Mai. Bei uns in Deutschland findet die Wahl am 26. Mai statt. Und ich sage euch, was ihr alles dazu braucht und wie ihr den Wahlzettel richtig ausfüllt. Um in Deutschland an der Wahl teilzunehmen, müsst ihr das 18. Lebensjahr erreicht haben. In anderen EU-Staaten sieht das ja ein wenig anders aus, da gibt es Abweichungen. Dann braucht ihr hier euren Wahlscheinantrag, den müsstet ihr eigentlich per Post zugeschickt bekommen. Dann braucht ihr noch euren Personalausweis, der muss auch gültig sein, das ist ganz wichtig. Und damit bekommt ihr dann hier diesen Stimmzettel. Ja, dies ist jetzt hier mal ein Muster für einen solchen Stimmzettel, den ihr dann ausgehändigt bekommt. Der ist folgendermaßen aufgebaut. Hier oben wird die Partei benannt. Dann geht das ziemlich weit runter. Es sind sehr, sehr viele Parteien bei der Wahl zugelassen. Darunter, unter der Partei, findet ihr immer die jeweiligen Kandidaten, die die Partei nominiert hat. Das wurde also von der Partei vorher festgelegt. Und ja, ganz wichtig, anders im Gegensatz zur Landtagswahl oder Bundestagswahl, habt ihr hier nur eine Stimme und das ist auch ganz wichtig, dass ihr dann einfach nur ein Kreuz macht, damit der Stimmzettel auch seine Gültigkeit nicht verliert. In Deutschland werden somit 96 Europaabgeordnete gewählt. Ja, es gibt hier auch anders als bei der Bundestagswahl keine 5%-Hürde. Ja, und das war schon. Mehr braucht ihr nicht zu machen, um eure Stimme abzugeben. Es ist also sehr, sehr einfach. So kann jeder die Politik ein wenig mitgestalten. Und ja, ein Wahllokal findet sich auch in eurer Nähe. Das könnt ihr diesem Wahlzettelantrag entnehmen, den ihr ja bekommen habt, den ich am Anfang eingeblendet habe. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Wahl. Ja, in diesem Sinne, bis dann, euer Mac Paverick.